Bei der Macht von Grayskull, ich habe die Zauberkraft. Moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Channel Castle Nerdskull. Vielen Dank, dass ihr wieder einmal mit dabei seid. Heute mit einem neuen Video zum Thema Board Games und einem neuen Ranking. Und zugegeben, der Titel ist natürlich ein bisschen reißerisch. Die Top 10 schlechtesten Spiele mit einem hohen Rating auf BGG. Ganz kurz zur Einleitung, BGG, Board Game Geek, für diejenigen von euch, die es nicht wissen, ist somit die größte Plattform im Internet über Brettspiele, ist eine englischsprachige Seite und dort kann man eben auch Brettspiele bewerten und dann entsteht natürlich ein Ranking und ein durchschnittliches Score, eine durchschnittliche Bewertung, so ein bisschen wie die IMDb, also die Movie Database für Filme und Serien, das eben für Brettspiele. So, und jetzt haben wir natürlich alle einen unterschiedlichen Geschmack und da gibt es durchaus Spiele, die ein relativ hohes Rating auf BGG haben, die ich persönlich jetzt nicht ganz so gut finde. Und um ein bisschen die Schärfe aus dem Video zu nehmen, bevor ich nach dem Video irgendwelche Drohmails bekomme, das sind natürlich alles noch trotzdem gute Spiele, die ich jetzt hier gleich vorstellen werde. Ja, also keins dieser Spiele ist grottenschlecht. Ich würde auch eigentlich, wenn es denn sein muss, würde ich auch jedes Spiel nochmal spielen. Wenn also an einem Spieleabend jemand dabei ist, der sagt, ich möchte das unbedingt nochmal auf den Tisch bringen, Spiel X oder Y, würde ich jetzt nicht sagen, oh mein Gott, nein, um Gottes Willen, da spiele ich jetzt nicht mit. Ich würde es mitspielen, obwohl ich weiß, dass es mir nicht ganz so viel Spaß machen wird. Aber wie gesagt, alle Spiele, die ich euch jetzt hier vorstelle, die sind gut, es sind keine Totalausfälle, sie treffen nur überhaupt nicht meinen Geschmack. Und bei dem einen oder anderen verstehe ich es eben auch nicht, warum sie so ein hohes Rating auf BGG haben. Deswegen die für mich 10 schlechtesten Spiele mit einem hohen BGG-Rating. So viel zur Einleitung. Wir fangen direkt mal an und ich arbeite mich quasi von dem, von dem höchsten Rang zum niedrigsten Rang auf BGG vor, also von der schlechtesten Platzierung zur besten Platzierung. Und da haben wir als 10. Spiel, was ich euch vorstelle, mit einem Overall-Ranking auf BGG von 157, also 157. Platz, mit einem Rating durchschnittlich von 7,7 und das ist Yinch aus dem Jahr 2003. Und Yinch ist halt so ein ultra abstraktes Spiel. Ja, also jeder hat zu Spiel gegen so Ringe, es ist ein Zwei-Personen-Spiel, weiß und schwarz, und man versucht eben mit diesen Ringen über Steine, die auf dem Brett liegen, zu springen. Und die Steine haben zwei Seiten, weiß und schwarz. Und wenn man mit seinem Ring über diese Steine springt, dann dreht man die eben in die entsprechende Farbe. Und man versucht, eine Fünferreihe an Steinen zu überspringen, sage ich jetzt mal. Jetzt habe ich grundlegend ein Problem mit abstrakten Spielen. Ja, weil für mich schon das Thema bei einem Brettspiel sehr wichtig ist und auch so einiges rausreißt. Und Atmosphäre und so weiter und so fort. Und Yinch ist eben so ein wirklich komplett abstraktes Spiel, völlig ohne mit Thema, also wie Schach, ja. Und da ist dann auch schon mein Knackpunkt, den ich mit Yinch habe, da kann ich auch Schach spielen, ja. Schach ist für mich dann von den abstrakten Spielen ohne Thema wirklich immer noch das beste Spiel, muss ich dazu sagen. Und ich persönlich brauche dann diese ganzen Yinch und wie die heißen, da gibt es ja mehrere aus der Reihe, die alle so ganz komische Namen haben, brauche ich persönlich halt überhaupt nicht. Ich habe es einmal gespielt, reicht mir auch. Ja, also das wäre so ein Spiel, wenn es jemand auf den Tisch bringen würde, vor allen Dingen, weil das ja ein Zwei-Personen-Spiel ist, da würde ich sagen, nee, komm, da gibt es bessere Spiele, die wir zu zweit spielen können, ob es jetzt Seven Wonders Duels ist für eine schnelle Runde oder ein Star Wars Rebellion für eine epische Runde oder eben, dann lass uns eine Runde Schach spielen, aber Yinch ist jetzt nicht so meins, das war das 10. Spiel. Das 9. Spiel, was ich euch vorstellen möchte, da wird es jetzt schon wahrscheinlich einen riesen Aufschrei geben. Das ist auf BGG der Platz 125 mit einem Durchschnittsrating von 8,5. Also schon sehr, sehr gut und schon eine ganz andere Kategorie wie Yinch. Und das ist Too Many Bones aus dem Jahr 2007. Ich weiß, es gibt viele, viele Fans von Too Many Bones. Ich gehöre tatsächlich nicht dazu. Ja, ich habe es einmal gespielt.
vielleicht nochmal ganz kurz zur Erläuterung. Natürlich habe ich diese Spiele, die ich jetzt hier benenne, wahrscheinlich nur ein, zwei Mal gespielt. Ja, jetzt kann natürlich der ein oder andere sagen, du musst die aber öfters spielen, um das Spiel wirklich greifbar zu haben und um dir eine Meinung darüber zu bilden. Ja, kann sein, aber dafür habe ich zu wenig Zeit. Ja, Brettspielen ist nicht mein einziges Hobby. Ich habe den Kanal hier, ich gucke Animes, ich zocke Videospiele und ich habe einfach nicht die Zeit dafür, ein Spiel, was ich spiele und was ich dann für mich als schlecht empfinde, wo ich sage, das hat mir keinen Spaß gemacht, dann aber die Zeit einzuräumen und zu sagen, ich spiele es aber noch ein, zwei, dreimal, um dann diesen Eindruck zu bestätigen. Nee, Leute, habe ich nicht. Den Anspruch habe ich nicht an mich, den könnt ihr haben, ist völlig in Ordnung, aber wenn mir ein Spiel nach dem ersten Mal nicht gefällt, dann sage ich, okay, gut, das war's da mit dem Spiel auch. Wie gesagt, ich würde es nochmal spielen, wenn es jemand unbedingt auf den Tisch bringen möchte, aber nicht aus der eigenen Intention. Too Many Bones. Da scheiden sich ja jetzt die Geister. Ja, also was mir an dem Spiel gefallen hat, ist tatsächlich, wie man seinen Charakter baut. Mit den Würfeln, dass man sein Charaktertableau hat. Also vielleicht, was ist es erstmal? Es ist halt so ein Würfelspiel, wo man seinen Charakter baut. Es ist auch so ein epische Storyline-Quest, wo man Abenteuer und Missionen spielt, die halt auch eine Story ergeben. Also sehr, sehr viel Storytelling ist dabei und man hat eben diese kleinen Gearlocks steuert man, die für mich immer so ein Mix zwischen Gnome und Gremlin sind. Und ja, also was mir gut gefallen hat, ist eben dieses Charakterbuilding. Man hat so ein Tableau, was so Slots hat für seine Würfel. Die würfelt man dann und dann baut man die so auf sein Tableau und schaltet damit neue Fähigkeiten frei und verbessert seinen Charakter. Das hat mir ganz gut gefallen. Das war aber dann auch schon fast der einzige Aspekt, der mir gefallen hat. Ich mag das Artwork nicht. Diese Gearlocks sehen für mich unglaublich hässlich aus. Auch das Artwork der Gearlocks sieht für mich unglaublich hässlich aus. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen und kann mich in diesen Charakter auch überhaupt nicht einfinden. Dann das Material. Das wird ja von vielen Leuten gefeiert, dass es alles aus Plastik ist. Ich frage mich, warum muss das alles aus Plastik sein? Ich finde das nicht gut. Ich finde die Haptik der Karten nicht gut, die aus Plastik sind. Ich finde die Haptik dieser Pokerchips nicht gut, die aus schwerem Plastik sind. Und ich frage mich auch, warum hat man sich für Pokerchips entschieden? Das Artwork da drauf ist viel zu klein und irgendwie kommt das für mich nicht cool rüber, wenn ich so Pokerchips stapel, da auf meinem Schlachtfeld verschiebe. Ja, und die Mauspads oder die Charaktertableaus sind auch so eine Mauspad-Material. Das ist okay, aber auch da finde ich persönlich Double-Layer-Pubboards mit einer Vertiefung hätte ich auch besser gefunden. Also ich weiß nicht, warum das alles aus Plastik sein muss. Viele finden es cool, ich finde es nicht so cool. Dicke Pub-Karten, wie gesagt, Pub-Playerboards hätte ich einfach cooler gefunden. Und diese Pokerchips sind für mich einfach auch echt nicht cool. Und dann, wie gesagt, ich habe es einmal gespielt, da hat mein Kumpel das gerade frisch ausgepackt. Das hat gestunken nach Weichmachern. Das war der absolute Knaller. Und der letzte Punkt ist einfach, dass ich diese Kämpfe aus diesem wirklich sehr kleinen Feld überhaupt nicht taktisch und überhaupt nicht episch empfunden habe. Ja? Also für mich, Too Many Bones, sehr, sehr viele Nachteile, die mir einfach überhaupt nicht gefallen haben. Und deswegen kann ich für mich den Hype um dieses Spiel auch überhaupt nicht nachvollziehen. Aber ey, es hat seine Fans und die soll es auch haben. Und von daher alles schick. Das achte Spiel, was ich euch vorstellen möchte, hat einen Overall-Rank, und jetzt machen wir schon einen großen Sprung, auf Platz 87 auf BGG. Ja, also jetzt sind wir schon sehr, sehr weit oben mit einem Overall-Ranking von 7.6 und das ist Stone Age aus dem Jahr 2008. Ja, Stone Age, ein ganz klassischer Worker-Placement-Titel, wo man also seine Arbeiter hat, auf Felder setzt und dann irgendwas an Ressourcen bekommt und diese Ressourcen wieder eintauscht, um irgendwas zu bauen oder zu machen, was einem Siegpunkte bekommt. Das Ganze in so einem Steinzeit-Setting angesiedelt. Ja, also man hat da so sein Dorf, dann schickt man seine Arbeiter zum Holzhacken oder zum Jagen und dann baut man irgendwelche tollen Hütten und Häfen und tralala und hast du nicht gesehen. Und das ist von der Kernmechanik eines Worker-Placement ist das sogar gar nicht so schlecht. Ja, es ist für mich so ein Gateway-Game in das Genre der Worker-Placement-Titel rein, weil es ist relativ leicht zu erklären, es hat nicht super viele Regeln und man kann eigentlich auch so wirklich drauf losspielen. Was mir an Stone Age dann im Nachhinein, ich hatte das mal in meiner Sammlung, habe es dann auch ein paar Mal gespielt, überhaupt nicht gefällt, ist einfach, das ist wirklich die absolute Basis an Worker-Placement-Titeln. Das hat nichts, was dieses Spiel in irgendeiner Form besonders macht. Es ist dieses ganz klassische, ich setze einen Arbeiter hin, ich kriege Ressourcen und die Ressourcen tausche ich ein, um irgendwas zu bekommen, was mir Siegpunkte gewährt. Absolut basic, ja.
Thema kommt überhaupt nicht durch. Ja? Und das macht diesen Titel, dieses Spiel für mich einfach überholt. Ja? Weil da gibt es mittlerweile Spiele, die das besser machen. Ich denke da zum Beispiel an Lords of Waterdeep. Lords of Waterdeep ist nichts anderes. Ich setze einen Arbeiter hin, ich kriege Ressourcen und tausche die Ressourcen gegen für eine Quest ein, die da liegt, die mir Siegpunkte bekommt. Ist aber thematisch einfach so viel besser. Ja, ich habe diese coole Stadt, es spielt im DD-Universum, ich erfülle Quests und so weiter und ich habe noch so ein bisschen die Interaktion mit den Gegenspielern, die ich so ein bisschen nerven kann durch diese Karten, ich habe vergessen, wie sie heißt, wo ich jemand eine Karte hinspielen kann, der die den Gegner ausbremst, der also ein bisschen Interaktion. Lords of Waterdeep, viele, viele Klassen über Stone Age. Stone Age ist so ein Spiel, was man heutzutage meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr braucht. Es ist ein ganz solider Worker-Placement-Titel, aber eben mit nichts Besonderem. Und als Gateway-Game kann man dann lieber Lords of Waterdeep nehmen, anstatt Stone Age, meine Meinung. Ist trotzdem, wie gesagt, ein solides Spiel. Dann nur ein Platz höher, nämlich auf dem Rang 84. Und ich glaube, das ist jetzt das siebte Spiel. 7, 5, 4, 3, 2, 1, jawohl. Das siebte Spiel, was ich euch vorstellen möchte. Auch hier wieder gibt es eine Fangemeinde, die das richtig cool findet. Und das ist auf Platz 84 Aeon's End aus dem Jahr 2016 mit einem Board Game Geek Ranking Overall von 8.1. Ist ein Deckbuilder, ist ein kooperativer Deckbuilder, wo man eben unterschiedliche Szenarien hat und gegen unterschiedliche Bossgegner kämpft. Hat bei mir leider überhaupt nicht gezündet. Ich liebe Deckbilder, ist eines meiner liebsten Genres im Brettspielen, deswegen hat es mich stark gewundert, dass dieses Spiel bei mir nicht gezündet hat. Es ist schon eine Weile her, dass ich gespielt habe. Was hat mir nicht gefallen? Diese Mechanik mit diesen Sprüchen, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, die man vor sich hinlegt und da irgendwie anbaut oder keine Ahnung, wie das nochmal war, hat für mich einfach den Beigeschmack gehabt, dass Aeon's End krampfhaft versucht, etwas anderes zu machen, sich von den ganzen anderen Deckbildern abzuheben. Aber für mich war das irgendwie total unintuitiv. Das war das eine, war so ein bisschen sperrig und es hat für mich auch nicht wirklich Spaß gemacht. Also diese Sprüche vor sich hinzulegen. Ich, wie gesagt, verzeiht mir, wenn ich es nicht mehr ganz hinbekomme. Ist jetzt, glaube ich, schon über ein Jahr her, dass wir es gezockt haben. Aber es hat für mich einfach keinen Mehrwert generiert. Ja, es hat sich dadurch von den anderen Deckbildern abgehoben, wo man ja einfach nur sein Deck mischt und dann einfach Karten zieht. Hier hat man diesen Glücksfaktor so ein bisschen runtergeschraubt, dass man eben diese Sprüche vor sich liegen hat und da halt auch jederzeit Zugriff drauf hat. Aber es hat sich für mich, wie gesagt, nicht wirklich spannend angefühlt. Das war so, ja, nice to have, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, hat mich da nicht ganz gepackt. Die Bosse waren für mich so ein bisschen umständlich zu handeln. Zumindest gab es in dem einen Spiel, kam das für mich so rüber. Es mag aber auch ein bisschen an der Erklärung des Spiels gelegen haben. Was soll ich sagen? Und dann hat es halt dieses ganz generische Fantasy-Setting. Ja, Artwork und Setting waren okay, haben mich jetzt aber auch nicht aus den Latschen gehauen. Ja, da habe ich deutlich besseres Artwork schon gesehen und auch ein deutlich spannenderes Setting. Das war für mich alles ein bisschen generisch. Aeon's End versucht anders zu machen, hat für mich nicht gezündet. Es ist wahrscheinlich immer noch ein gutes Spiel. Ist so ein Spiel, was ich auch gerne mal ein zweites oder drittes Mal spielen würde, um diesen Eindruck einfach zu bestätigen. Ja, aber unterm Strich, Aeon's End hat bei mir überhaupt nicht gezündet. Da habe ich mir echt viel versprochen, als es auf den Tisch kam. Und ja, Aeon's End. Wir machen weiter auf Platz 75 mit dem sechsten Spiel, was ich euch vorstelle. Und es ist wieder ein Deckbuilder und es ist eigentlich der Deckbuilder, der das Genre erfunden hat, nämlich Dominion aus dem Jahr 2008 mit einem Boardgame-Lead-Ranking von 7.6. Ähnlich wie Stone Age. Dominion hat das Genre erfunden, der Deckbuilder. Ja, und zu seiner Zeit war Dominion auch sicherlich revolutionär und ein cooles Spiel. Wobei ich persönlich sagen muss, Dominion habe ich nie exzessiv gezockt, weil ich glaube, entweder im gleichen Jahr oder ein Jahr später kam Thunderstone und Thunderstone war für mich um Längen besser als Dominion, weil es einfach das Gleiche gemacht hat, aber A, mit einem cooleren Setting. Dominion ist ja generische Ritter-Mittelalter-Klamotte, ja, was ich schon nicht mehr sehen kann, weil es ja in jedem zweiten Eurogame irgendwie Thema war, auch zu der Zeit vor allen Dingen.
Von daher thematisch Dominion nicht so geil für mich und Thunderstone eben ein cooles Fantasy-Setting, wobei auch hier absolut generisch, ja, aber mit einem ganz coolen Artwork. AEG hat da alles rausgekramt, was sie noch von früher aus Warlord-Zeiten hatten. Ja, ich trinke auch kurz einen Schluck Kaffee. Und es hatte eben diesen zusätzlichen Aspekt, dass man oben den Dungeon hatte und eben Monster plätten könnte. Von daher für mich damals schon der bessere Deckbuilder. Und mittlerweile, sorry, ist Dominion sowas von überholt. Ja, also keiner muss heutzutage mehr Dominion spielen. Es gibt Deckbuilder, die machen im Prinzip das gleiche wie Dominion, nur immer noch mit einem zusätzlichen Kniff und immer noch mit einem zusätzlichen cooleren Thema. Ja, ich bin zum Beispiel riesen Tantukuore-Fan. Ja, ich weiß, das ist im Prinzip ein Dominion-Klon, hat aber noch so einen anderen Kniff dabei. Ja, ob das jetzt mit der Oktoberfest-Erweiterung ist, dass man da Bier sammelt und versucht, sich zu besaufen im Prinzip. Und es ist halt einfach auch für mich das coolere Thema. Ja, ich weiß, das Thema ist nichts für jedermann. Aber trotzdem, mittlerweile gibt es so viele coole Deckbilder. Ob es ein Klong ist, ob es ein Tyrants of the Underdark ist, ja, also sprich auch diese Hybriden, die immer noch mal was besser extra machen mit einem Brett dazu. Selbst ein Trains, ja, würde ich heutzutage jedem mehr empfehlen als ein Dominion. Dominion ist für mich ein absolut überholtes Spiel. Keine Frage, es hat was gemacht, es hat dieses Genre erfunden, aber es muss heutzutage wirklich niemand mehr zocken. Ja, ein Dominion, also wirklich. Gut, wir geben ein bisschen mehr Gas, ansonsten wird das Video zu lang. Das ist jetzt das fünftes Spiel, was ich euch vorstellen möchte, also Halbzeit, sind mittlerweile auf Platz oder dem 60. Rang auf BGG angekommen. Und das ist mit einer 7.7 Durchschnittsbenotung aus dem Jahr 2005 Codenames. Riesenhype um Codenames, gibt es mittlerweile auch zig Editionen davon. Codenames Duel und Codenames Marvel und was weiß ich alles. Und das ist wirklich ein Spiel, das habe ich mir selber gekauft auf der Messe damals, wo es erschienen ist, weil da so ein Riesenhype drum gemacht wurde. Ich habe mir gedacht, ey cool, du brauchst noch so ein locker flockiges Partygame in deiner Sammlung, so für jedermann. Und das Spiel habe ich wirklich in unterschiedlichsten Gruppen versucht und es hat nirgendwo gezündet. Nirgendwo. Ich habe es einmal auf einem Geburtstag von mir ausgepackt, wo schon ein bisschen Alkohol geflossen ist, wo ich dachte so, ey cool, das kommt dann richtig geil. Nö, hat überhaupt nicht gezündet. Da war es dann teilweise schon so, dass die Leute, vielleicht war es durch den Alkohol, das schon gar nicht mehr gecheckt haben. Ja, dann habe ich es einmal gespielt auf einem Team-Meeting von mir. Also ich habe mein Team zusammengetrommelt, wir haben die Themen besprochen, arbeitstechnisch, die es so gab. Und dann dachte ich so, ey, kommt Leute, so Auflockerung, damit wir alle ein bisschen Spaß haben. Da kamen auch gerade neue Leute ins Team, um uns ein bisschen kennenzulernen, habe ich Codenames ausgepackt. Hat überhaupt nicht gezündet. Die Leute haben teilweise gar nicht gewusst, was sie da jetzt machen müssen. Also dafür war es dann schon wieder zu kompliziert oder die Einstiegshürde zu hoch, ja, um Leute, die vielleicht auch überhaupt keine Berührung mit Brettspielen zu haben, außer den ganz normalen Sachen, die haben das dann nicht verstanden oder was muss ich jetzt machen oder ja, keine Ahnung, ein Begriff, ja, okay, und dann immer einen Begriff mit einem Wort verknüpft. Und dann habe ich es natürlich auch einmal mit meiner Vielspielerrunde auf den Tisch gebracht und da war es so, oh, gähn, ist ja total langweilig, lass uns was anderes zocken, ist ja null Tiefe. Also ich habe es wirklich versucht, auf einem Geburtstag in einer lockeren Runde, wo schon ein bisschen Alkohol geflossen sind, in einer Runde von Nichtspielern, um einfach so ein bisschen, ja, das Eis zu brechen und halt eben in einer Runde mit meinen Vielspielerjungs und es hat nirgendwo gezündet und ich kann diese Faszination von diesem Spiel überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, das ist so ein Spiel, da sage ich, da kannst du auch echt Tabu oder hier Activity oder so auf den Tisch bringen. Braucht aus meiner Sicht kein Mensch. Ja, das ist ein sehr vernichtendes Urteil für Codenames, aber ich kann diese Faszination echt nicht nachvollziehen. Weiter machen wir mit dem vierten Spiel und das ist auf dem Board Game Beam Ranking 45, das neueste Spiel in dieser Liste aus dem Jahr 2019, Wingspan aka Flügelschlag mit einem Ranking von 8.1. So, Wingspan ist wahrscheinlich, also Flügelschlag ist wahrscheinlich das coolste Spiel in dieser Liste, wo ich sofort sagen würde, yo, lass uns noch eine Runde spielen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe es auf der Spieldochmesse in Duisburg gespielt, nachdem das Internet ja schon quasi überschwommen wurde mit positiven Meinungen und Rezensionen zu diesem Spiel und was ein Highlight und geil und tralala und hast nicht gesehen. Deswegen natürlich meine Erwartungen sehr, sehr hoch, als ich es dann auf der Messe Spieldoch in Duisburg gespielt hatte. Und naja,
als wir dann fertig waren, wir haben es auch zu Ende gespielt, dachte ich mir so, ja, war ganz nett, war auch okay, aber ich habe den Hype nicht verstanden um dieses Spiel. Klar, das Thema ist cool. Ja, Vögel und wirklich Vogelarten und diese ganze Masse an Vögeln, die man da hat, das ist cool, das ist mal etwas anderes, das war so noch nicht da und ist sicherlich auch ein ganz cooles Thema für Naturfreunde oder Vogelfreunde oder so weiter. Ich habe gegen das Thema nichts, ja, ich fand es ganz nett, wie gesagt, aber das ist ja im Prinzip ein Engine-Builder unter sich, also im Kern genommen. Und dann wird es ja auch viel mit Terraforming Mars verglichen und da muss ich sagen, puh, ja, es ist ein ganz netter Engine-Builder, aber am Ende des Tages war es jetzt auch nichts Besonderes. Man hat da seine Karten, die man aktiviert, die Vögel, wenn man eine Reihe wählt, dann werden die Karten, die da schon liegen, aktiviert und dann hat man eben Eier, die da gemacht werden oder man hat Ressourcen, womit man neue Vögel ins Spiel bringt. Das war alles okay, aber es war auch so auf einem, ja, mittlerem Niveau, sag ich mal so, ja, also mit dem Schwergewicht von Terraforming Mars überhaupt nicht zu vergleichen. Dann hat mir auch komplett die Interaktion gefehlt bei dem Spiel. Es mag sein, dass es Karten gibt, die dann noch ein bisschen in Interaktion rausholen, aber bei uns jetzt in der Runde war da null Interaktion. Jeder hat für sich seinen Zug runtergespielt, auf seinem Tableau was gemacht, seine Vögel aktiviert, seine Karten aktiviert und das war's dann im Prinzip. Und es hat tatsächlich auch so ein bisschen Downtime gehabt in der Runde, wobei ich das dem Spiel nicht grundsätzlich ankreiden möchte. Das mag jetzt daran gelegen haben, dass wir das alle zum ersten Mal gespielt haben und alle auf einer Messe gespielt haben. Mhm. Kurzum, Flügelschlag, ein cooles Spiel, würde ich sofort wieder spielen, wenn es jemand auf den Tisch bringen würde, aber ich habe den Hype nicht verstanden. Ich habe den Hype nicht verstanden, warum es so ein herausragendes Spiel sein soll. Das erschließt sich für mich, wie gesagt, ist ein cooles Spiel, aber nichts, wo ich sage, yo, das ist jetzt das eins der besten Spiele der letzten Jahre. So, wir kommen auf das Treppchen sozusagen, auf Platz 3, ein Spiel, was ich mir auch letztes Jahr auf der Messe geholt habe. Es ist von 2017, kam aber letztes Jahr auf Deutsch raus von Pegasus. Wir sind mittlerweile auf dem 15. Platz angekommen, also schon sehr, sehr weit oben mit einem Ranking von 8.4 und das ist Spirit Island. Ja, ich weiß, Spirit Island auch ein Spiel, was viele, viele von euch lieben und auch hier ein Spiel, wo ich sage, das war ganz cool. Das würde ich direkt nochmal spielen, wenn es jemand auf den Tisch bringen würde. Aber mein Exemplar habe ich direkt wieder verkauft, weil ich wusste, ich selber initiativ würde es jetzt nicht nochmal auf den Tisch bringen würden. Ich habe mir sehr, 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 sehr viel von Spirit Island erhofft, weil ich auch das Thema so cool fand. Also worum geht's? Kooperatives Spiel, aber mal aus einer anderen Richtung und mal quasi eine Insel, wo wir als Spieler die Naturgeister verkörpern, die da sind und wir versuchen eben die Siedler, die da ankommen, die quasi anfangen dann die Insel zu besiedeln und da auch die Natur zu zerstören, also sprich mal von der anderen Seite des Blickwinkels, wollen wir die eben von unserer Insel vertreiben. Das Thema fand ich mega cool, wo ich dachte, ey geil, du bist so ein Naturgeist und haust da so die Siedler von der Insel und zerstörst die so ein bisschen und das Thema kommt für mich aber einfach zu wenig rüber. Ja, jeder Spieler hat sein Tableau und jeder Spieler hat ein, oder die Geister spielen sich völlig unterschiedlich. Da gibt es auch Komplexitätslevel. Manche Geister sind für die ersten Spiele cool, manche wirklich erst nach den mehreren Partien, nachdem man die Mechaniken verstanden hat. Dann hat man auch Karten, die die Fähigkeiten der Geister spielen, so wie zum Beispiel eine Flutwelle bei dem Wassergeist oder sowas. Das ist alles schon sehr, sehr cool. Illustrationen finde ich ganz nett. Aber am Ende des Tages war das Spiel total mechanisch. Also die Mechanik thronte über allem. Und im Prinzip hat man wie bei so einem Puzzle nur versucht herauszufinden, was denn jetzt die besten Schritte sind, die man einleiten muss, um das bestmögliche Ergebnis zu resultieren. Also ja, man hat sich auch viel beraten und man musste viel in den Dialog gehen. Und dann hat man eben eigentlich nur eine Möglichkeit gehabt, die man dann machen konnte. Für mich auch so ein bisschen hier vielleicht das Alpha Spielerproblem, also wenn man dann wirklich zu dritt oder vier spielt, dass einer dann wirklich sagt, pass auf, du machst das, du machst das, du machst das, das ist das beste Ergebnis und damit schaffen wir das beste Resultat und schaffen es eben, die Siedler da von der Insel zu verscheuchen. Also die Gefahr sehe ich durchaus, wobei ich habe es halt 3 Runden solo gespielt und eine Runde halt mit einem Kumpel zusammen und wie gesagt, das war auch alles cool, aber für mich war es einfach viel zu mechanisch, das Thema war viel zu, kam nicht so wirklich rüber. Wie gesagt, ist ein cooles Spiel, würde ich auch nochmal spielen, aber am Ende des Tages hat es die hohen Erwartungen, die ich in das Spiel hatte, nicht erfüllt
Und habe es dann, wie gesagt, mein Exemplar auch wieder verkauft, weil es einfach zweimal in meinem Spieleumfeld da ist. Und ja, Spirit Island. So, das zweite Spiel, und wir nähern uns dann langsam dem Ende dieses Ranking, was ich euch vorstellen möchte. Auch ein Spiel, was ich in meiner Sammlung hatte, auf dem 14. Platz bei Board Game Geek, also schon relativ weit oben, fast in der Top 10, aus dem Jahr 2011 mit einem Rating von 8,1 von Stefan Feld. Das Spiel, wo alle sagen, das ist das beste Stefan Feld-Spiel, die Burgen von Burgund. Ja, habe ich damals bei einem Kumpel gespielt, falls cool, habe es mir gekauft, habe es dann auch noch mehrmals gespielt und irgendwann aber verkauft, weil, wenn man mal ehrlich ist, das Spiel hat für mich zwei ganz große Nachteile. Zum einen hat es überhaupt kein Thema, ja, also da könnte ich auch, weiß ich nicht, jedes x-beliebige Thema draufpacken, dass ich da irgendeine Burg baue oder so, das kommt überhaupt nicht rüber, weil ich einfach nur sechseckige Felder aneinander packe. Und das Spielmaterial ist halt einfach auch hässlich, ne? Also das sind diese ganz einfachen Hexagon-Plättchen, die ich da habe, mit fast null Artwork drauf, sondern einfach nur in unterschiedlichen Landschaftstypen mit den Würfeln drauf und die Ressourcen und alles ist irgendwie so klein und fitzelig und teilweise auch echt schlecht gemacht von den Pappfeldern, dass da, wenn man es rausgepinüppelt hat, noch die kleinen Fittelchen da dran sind und so weiter. Also Material ist halt echt nicht gut, ist halt ein Ravensburger Spiel, ja, keine Ahnung. Schon ein bisschen älter, da war das vielleicht noch nicht so mit dem Material, aber das hat mich dann echt im Nachhinein abgeturnt, wo ich gesagt habe, das brauche ich dann einfach auch nicht mehr in der Sammlung. Es ist mechanisch ein cooles Spiel, ein cooles Eurogame, wo ich halt wirklich mit den, also ich kaufe da diese unterschiedlichen Teile und lege die dann auf mein Tableau und versuche da so cool es geht, eben irgend oder so gut es geht, eine Landschaft zu bauen, die mir halt eben Siegpunkte bringt. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die größte zusammenhängende Landschaft und die meisten Gebäude, die dann Siegpunkte bringen und so. Das ist mechanisch wirklich ein ganz cooler Euro mit ein bisschen Glücksmechanik, dass ich da eben diesen Würfelaspekt habe. Die Würfel kann ich beeinflussen durch Plättchen, die hoch und da runter gehen. Das ist schon alles ganz cool von der Mechanik her. Ja, mechanisch ist das Spiel einwandfrei, da gibt es fast nichts auszusetzen daran. Aber für mich eben, was eben dafür gesorgt hat, dass ich es eben auch wieder verkauft habe, ist, es hat eigentlich überhaupt kein Thema. Da kann man jedes x-beliebige Thema draufsetzen. Gut, wie bei fast jedem Eurogame. Und das Material ist einfach echt nicht geil. Und da kann ich andere Spiele einfach auf den Tisch bringen. Auch Stefan Feld zum Beispiel. Brügge finde ich persönlich viel, viel besser, weil es einfach das viel hübschere Spiel ist und auch noch ein bisschen Thema dabei hat. Also von daher, die Burgen von Burgund, wirklich kein schlechtes Spiel. Aber für mich, ja, den Hype oder die hohe Platzierung dann doch nicht nachvollziehbar. Dann kommen wir zu dem letzten Spiel, was ich euch vorstellen möchte bei Board Game Geek auf dem 11. Platz, also kurz vor der Top 10. Es war vor ein paar Jahren sehr, sehr viel höher. Es war, glaube ich, auch mal eine Zeit lang auf den ersten Platz bei Board Game Geek aus dem Jahr 2012 mit einem durchschnittlichen Ranking von 8,2 und das ist Terra Mystica. Mein persönliches Hassspiel, wobei Hassspiel jetzt ein bisschen übertrieben ist. Ich kann mich noch daran erinnern, das ist jetzt auch durchaus schon 2, 3 Jahre her, dass ein Kumpel sagte, das ist mein absolutes Lieblingsspiel und ich bringe das jetzt auf den Tisch und ihr müsst es im Prinzip gut finden. Und dann packte er Terra Mystica aus und ich war auch von Anfang an so drin und sagte, boah, geil, hier Fantasy-Setting und dann die unterschiedlichen Völker, die man hat und dann direkt mal geguckt, welches Volk einen anspricht und dann, ja, super geil und jetzt lass uns mal anfangen. Angefangen und dann irgendwie mit jeder Runde wurde bei mir die Stimmung ernüchternder und ich dachte mir so, oh, okay, auch wieder so ein Spiel. Thema kommt überhaupt nicht durch. Ich habe zwar hier so ein cooles Fantasy-Volk, Elfen, Drachen, Menschen oder was weiß ich, was es da alles gab, Zwerge, aber das war es auch. Dass ich hier wirklich ein Fantasy-Volk steuerte oder spiele, das kam für mich zu keiner Zeit des Spiels durch. Dann habe ich da Landschaften, wo ich mich versuche auszubreiten, also auch so ein bisschen Area Control oder Area Domination. Dann habe ich, ja, ich habe ein cooles Playerboard, wo ich dann meine ganzen Sachen mache und auch da, was Thais ja so ein bisschen dann gemacht hat, dass ich Sachen von meinem Tableau runternehme und dadurch neue Sachen freischalte. Das war auch wieder thematisch ganz cool. Ein bisschen frickelig empfand ich das oben mit diesen, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, da hatte man so drei Bereiche, wo da dieses Mana oder diese Energie so ein bisschen rumgeschoben wird. Das war ein bisschen unintuitiv. Da haben wir so ein bisschen gebraucht, bis man das wirklich durchblickt hat. Ja.
Und dann am Ende des Tages bei Terra Mystica, was mir wirklich so gar nicht gefallen hat, da war man wirklich drin und war dann wirklich so in dem Modus, dass man sagen konnte, so jetzt kann ich coole Sachen machen, jetzt läuft meine Engine, jetzt kann ich wirklich, wirklich spaßige Dinge tun und dann wird das Spiel vorbei. Ja, also das Ende des Spiels war so ganz abrupt, war in der Phase, wo es dann wirklich angefangen hat, Spaß zu machen, wo die Engine läuft. Und ich weiß, das haben viele Engine-Building-Spiele, dass in dem Moment, wo die Engine wirklich rund läuft, dass dann das Spielende eingeleitet wird. Aber für mich war das bei Terra Mystica ganz extrem. Das kam irgendwie so ganz abrupt. Und in dem Moment, wo man wirklich Spaß hatte mit seiner Engine, dann war eben vorbei. Ja, und was bei Terra Mystica wirklich auch wieder so ist, es ist ein Eurogame, mechanisch wirklich cool, aber sehr, sehr trocken, wirklich komplett ohne Glück. Keine Player-Interaktion, zumindest in dem Spiel, was ich gemacht habe, steinigt mich, kann sein, dass das dann später noch der Fall ist. Und null thematisch, wirklich null thematisch. Und auch da war das für mich einfach an den Abend, wo ich es gespielt habe, eine absolute Enttäuschung. Gerade auch mit den hohen Tönen, in der der Kumpel das gelobt hat, mit seinem absolutes Lieblingsspiel und so weiter. Und am Ende des Tages habe ich dann da gesessen, ich so, wow, fing gerade an Spaß zu machen, jetzt ist es vorbei. Ja, schade, ja, thematisch hat es auch nicht Spaß gemacht und ja, okay, war jetzt ganz nett. Also Terra Mystica, puh, für die Spieldauer auch vor allen Dingen, es hat irgendwie so 2,5 Stunden oder so gedauert mit Regel erklären, wahrscheinlich noch ein bisschen länger, war das dann auch wirklich so, wo ich sage, würde ich jetzt nicht unbedingt zwingend nochmal spielen wollen. Yo, Leute, das waren meine Top 10 der für mich persönlich schlechtesten, ich setze es extra nochmal in Anführungsstriche, besten BGG-Games. Wie ich eingangs schon gesagt habe, das ist meine persönliche Meinung. Die Spiele haben durchaus alle ihre Berechtigungen, haben ihre Fans zu Recht, sind alles keine schlechten Spiele. Bei mir haben sie nur überhaupt nicht gezündet. Und in Teilen verstehe ich halt dieses extrem hohe Ranking nicht auf BGG. Aber sei es drum, wir sind alle verschieden, wir haben alle unterschiedliche Geschmäcker. Und von daher haben die Spiele auch zu Recht ihre Fans. Geht also nicht zu hart mit mir ins Gericht und lyncht mich nicht unter diesem Video. Ich freue mich trotzdem über Likes, Kommentare. Lasst uns doch diskutieren, gerade bei so einem kontroversen Thema und das Ganze auf einem konstruktiven Level. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid, hier auf meinem Channel Castle Nerdstyle. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.